Messi überholt Pelé, Flick überzeugt als Bundestrainer und Brasilien sperrt Spieler. Willkommen bei One Football auf Wish bestellt. Ich bin's Nairol Football und das sind die Themen der Woche. Beginnen wir leider mit einer sehr traurigen Nachricht. Erinnert ihr euch noch? Vor etwa 4 Wochen habe ich ein Video hochgeladen, wo ich euch von der tragischen Geschichte vom französischen Nationalspieler Jean-Pierre Adams erzählt habe. Für diejenigen, die dieses Video nicht gesehen haben, ist es in der Beschreibung verlinkt. Aber hier kurz eine kleine, sehr kleine Zusammenfassung. Nach einer Bänderrissverletzung wurde Adams am 17. März 1982 in einem Krankenhaus in Lyon am Knie operiert. Während dieser OP ging etwas schief und Adams fiel ins Koma. Jetzt, 39 Jahre nach diesem Vorfall, ist Adams im Alter von 73 Jahren im Koma verstorben. Mein Beileid an die Familie und Freunde von Adams und ein Riesenrespekt an alle, die ihn bis zu seinem tragischen Tod nicht aufgegeben haben. Ruhe in Frieden, Jean-Pierre Adams. Hansi Flick überzeugt als neuer Bundestrainer. Hansi Flick ist nach 15 Jahren Jogi Löw neuer Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Dass er neuer Bundestrainer wird, ist schon seit Anfang Juni bekannt. Jetzt, nach 3, 4 Monaten Warten, hat diese Woche Hansi Flick bei den WM-Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar seine ersten 3 Länderspiele gecoacht. Flick gewann alle 3 Spiele, 2:0 gegen Liechtenstein, 6:0 gegen Tabellenführer Armenien und 4:0 gegen Island. Das Spiel gegen Liechtenstein war jetzt nicht so überzeugend, aber die anderen beiden schon. Messi bricht uralten Rekord von Pelé. Der 34-jährige argentinische Superstar löst die brasilianische Fußballlegende Pelé als Länderspiel-Rekordtorschütze Südamerikas ab. Lionel Messi ist seit Mittwoch, nachdem er 3 Tore gegen Bolivien in der WM-Qualifikation für Argentinien gemacht hat, mit 79 Treffern neuer Länderspiel-Rekordtorschütze Südamerikas und schubste Pelé mit seinen 77 Länderspieltore vom Thron. Brasilianischer Verband sperrt 8 Premier League-Spieler. Wie unter anderem der Kicker berichtet, werden 5 englische Top-Clubs insgesamt auf 8 Spieler verzichten müssen. Konkret geht es um das Liverpooler Trio Alisson Becker, Fabinho und Roberto Firmino, das Man City-Duo Gabriel Jesus und Ederson, Fred von Manchester United, Chelsea-Verteidiger Thiago Silva und Rafinha von Leeds United. Nicht betroffen ist Everton's Stürmer Richarlison, der von den guten Beziehungen zwischen den Toffees und dem brasilianischen Verband profitiert. Die FIFA soll die betroffenen Clubs und Spieler informiert haben, dass der brasilianische Verband die 5-Tage-Regel durchsetzen wird. Diese Regel wurde eingeführt, um Nationalmannschaften vor vereinsbeeinflussten Austritten zu schützen. Spieler, die nicht für die Nationalmannschaft abgestellt worden sind, dürfen gemäß der FIFA für einen Zeitraum von 5 Tagen nach Abschluss der Länderspiele für ihre Vereine nicht spielen. In diesem Fall umfasst dieser Zeitraum den 10. bis 14. September. Weil dazwischen noch ein Premier League Spieltag ist, dürfen die Spieler nicht spielen. So, ich bin's noch mal außen auf. Ich wollte es noch mal erwähnen, bevor ich es vergesse. Die FIFA hat ihre Lizenzliste gezeigt für FIFA 22 und da sind einige neue Teams und einige Teams verschwunden, hauptsächlich Nationalmannschaften und glaube eine Liga. Ja, wo ihr euch bestimmt ärgern wird. Weil es jetzt zu lange dauert, die jetzt alle aufzuzählen, blende ich euch mal kurz hier eine Liste auf mit den neuen Mannschaften und mit den Mannschaften, die entfernt wurden. Kommen wir jetzt zur kuriosesten Szene der Länderspielwoche. Dies ereignete sich während einer Live-Übertragung des WM-Qualifikationsspiels Uganda gegen Mali. Denn während einer Live-Übertragung des Spiels von Uganda kam ein Mann auf die grandiose Idee, einfach direkt vor die Kamera zu stellen, um die Sicht zum Spiel zu blockieren. Der Vorfall, der im staatlichen Sender Ugandas UBC ausgestrahlt wurde, dauerte eine Weile, bevor der Mann aufgefordert wurde, sich von der Kamera zu entfernen. Menschen mit schwarzem Humor würden sagen, Black Screen auf Wish bestellt. Ja, das waren die Themen der Woche. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was euer Highlight der Woche war. Abonniert gerne meinen Kanal, liked dieses Video und wir sehen uns nächste Woche wieder mit diesem Format. Das war's mit Video, bis zum nächsten Mal und ciao.